wieder Lady Paint und Lady Lisa. Und wie ihr es für euch denken könnt, malen wir heute ein Pikachu und ein Evoli. Evoli auch. Mein Lieblings-Pokémon ist Pikachu. Ich habe einen großen, einen mittleren, einen Mittel und einen ganz kleinen und einen Kissen. Und ich habe nur das eine Evoli. Und Evoli ist mein Lieblings-Pokémon. Wir können jetzt beginnen. Und zwar beginnen wir einmal mit einem Auge, das einen Innenkreis hat, und wir können das Auge ausmalen. Dann kommt die Nase und der Mund. Hier hat die noch so kleine Augenbrauen. Sieht voll schön süß. Und die hat auch hier so kleine Augenbrauen. Habe ich jetzt auch gemalt. Und wir machen ein zwinkerndes Evoli, deshalb zwinkert das eine Auge. Jetzt machen wir so kleine Härchen am Kopf. Und die Ohren. Jetzt können wir das Fell malen, das Evoli um den Hals hat. Und natürlich noch die Beine. Und den Schwanz. Jetzt kommen wir noch zu Pikachu. Pikachu hat erstmal so ein breites Lächeln wie Evoli. Und eine Nase. Bei Pikachu machen wir jetzt nur zu Augen. Er freut sich einfach, auf der Welt zu sein. Jetzt noch die Backen. Das geht nicht nur ihm. Ich liebe es auch, auf der Welt zu sein. Und die Ohren. Mein Pikachu sieht ein bisschen komisch aus, aber ist trotzdem super süß. Oder sonst beide wie bei einem Kuscheltier sieht man hier auch. Sieht man hier auch. So kleine. Naja, aber der Schwanz ist der Schwanz. Das Streifen. Mein Evoli und Pikachu sind jetzt fertig und von Lady Lisa auch, oder? Ja. Und jetzt benutze ich meine Farbmagie. Fertig. Wow. Meine Farbmagie hat es echt schön gemacht. Also sehr. Guck mal, mein Evoli, das sieht voll schön aus. Das hat hier so ganz viele Strichlein, auch ein Schwanz. Und das hat einfach noch mehr Pep reingebracht. Mein Pikachu wurde viel süßer. Ist viel süßer geworden. Sieht ja aus, als wäre es Giga Dynamax. Aber ist es ja gar nicht. Und dann machen wir noch ein Video gleich und das war's dann. Bye! Bye!